Muss ich das auch nur drehen, solange bis ich es lesen kann? Ja, muss ich. Unter dem Zeichen der Rano, am vierten Aufgang von achten Ruf, mache ich Ataru diese Aufzeichnung. Ich habe Temakus Anweisungen befolgt und die ältesten Aufzeichnungen der Krankheit unserer Herrscherin mit den neuesten Proben verglichen. Temaku hatte recht. Bei den ältesten Proben waren beide Reproduktionsorgane inaktiv, wenn auch geschwächt, was bedeutet, dass sie von der Wiederherstellung ihrer Wirbelsäulen funktionstüchtig gewesen wären. Seit der Zufuhr von Vitara sind die Organe allerdings gänzlich verkümmert. Wieso hat die Substanz sie nicht wiederhergestellt? Hat die degenerative Krankheit noch vor Beginn der Behandlung bleibende Schäden verursacht? Ich habe gefragt, ob ich einen Bericht über die Herrscherin vorbereiten soll, doch Temako meinte, es wäre nicht nötig. Diese Angelegenheiten wären bloß für Alchemisten von Innerster und keine Grund zur Sorge, denn sie ist unsterblich, in ihrem Namen. Ah, das kann ich auch lesen. Na komm, wo können wir es lesen? Experimentiere gerade mit Winkeln. Hallo. Hallo? Wie war das denn bei den anderen? Möchte das gerne lesen. Wie war es mit dem Alpha-Telefon? Meine Schwester und ich haben letztens noch drüber gesprochen. Weil wir die Werbung so gut wie auswendig konnten früher. Sind die gelben irgendwie schwerer zu lesen als die grünen oder was soll das? Das war falsch. Ja genau, schreib dich nicht ab. Lern lesen und schreiben. Ich kann die gelben nicht lesen. Das regt mich auf. Egal welchen Winkel ich benutze, es geht nicht. Vielleicht muss ich dafür das Spiel erst einmal durchgespielt haben. Wer weiß das schon? Dann halt nicht. Es wäre nur interessant, was da steht. Aber sonst... Also es geht um eine degenerative Krankheit. Haben wir verstanden. Da ist nichts drin. Aber mit uns wurden keine Experimente hier in der Wüste gemacht, wo es keinen interessiert. Da sitzt niemand, oder?
Da sitzt niemand, oder? Oh, wir haben 8 Uhr. Moment. Ich wundere mich gerade nur. Sofort fertig. Moment. Gut, dass ich es gerade vorbereitet habe schon. Und wieso willst du jetzt nicht? Komm, ich habe den ganzen Kladderadatsch gelöscht. Bist du eine blöde Sau? Ja, bist du. Bist du. Garantiert bist du. Ohne Frage bist du. Ah, auf einmal geht's. Wenn man es einmal wieder ausschneidet, kopiert und wieder einfügt, dann geht's plötzlich. Ein Wunder. Wunder der Technik. Dann geht's. Ich kotze im Strahl. Wir beenden gleich das Spiel. Und nochmal ein Trip. I find myself again confined. A day should not matter, but each day feels like waste. There is so much to do. Tamaku tells me that now, with Vitae, I have forever. But the people who depend on me do not. There is always something. Invasion, rivalry, sickness, penury. I have my duty. Perhaps I should end these sessions. Now they've found a way to stabilize the disease. I should be ecstatic. I should accept my fate and move on. It is such a faint hope that they can find any way to heal me. That they can find any way to grant my dearest wish. Now you are eternal, says Tamaku. Now you need no heir. None of them understand. This is not about politics or securing a future. This is not for the Empire. This is for me. Just for me. Doch, man versteht's. Ilinda, Septarach, Tag der brennende Festung hat trotz unserer Warnung unter dem Vorwand einer Handelsmission Boten zur äußeren Insel entsandt. Ich empfehle sofort, 3 Fäuste des 2. Regiments auf die Insel zu verlagern. Bezüglich des Erntevieh, es wurde angedeutet, dass der Bedarf daran durch neue Kammerentwicklungen sinken wird. Ich halte das für kurzsichtig. Durch diese neuen Kapazitäten sind wir in der Lage, die Anzahl unserer Fabriken zu erhöhen. Ich dachte, wir sind irgendwo in der Antike oder so, wo es das alles noch nicht gab. Wodurch wir unsere Verteidigungsfähigkeiten enorm verbessern und das Lebensstandard im ganzen Reich steigern können. Dieses neue Wissen ist ein Geschenk. Wir würden gut daran tun, es zu nutzen. Ich erwarte eure Befehle, große Herrscherin, und werde dem Rat eure Entscheidung mitteilen. In euren ewigen Namen. Aha. Aber wir müssen uns nicht in so einen Teil reinsetzen, oder? Oh, schon wieder ein orangenes, gelbes, rotes, wie auch immer. Dass wir nicht lesen können. Ich habe Angst, dorthin zu gehen. Was können wir da machen? Huh, wir sind der Wind. Was steht da? Das ist keiner. Okay, gut. Vielleicht auch besser so. War da was? Oh, Öl. Sehr nice. Wir sind voll. Endlich mal. Juhu. Cool. Ich weiß nicht, was wir noch tun sollen.
Ich hab Angst. Was war das für ein Geräusch? Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Wie gesagt, ich kenne das alles nicht und ich habe so Angst. Wir haben wahrscheinlich heute nicht viel geschafft, weil ich ständig gestorben bin. Sollen wir uns da reinlegen? Weil wir ständig gestorben sind und ich zu doof war und so weiter und so fort. Was haben wir denn jetzt gemacht? Was haben wir gemacht? Ah! Müssen wir es vielleicht so dahin lenken? Eventuell? Aber das machen wir dann das nächste Mal. Ich möchte jetzt beenden. So, wir mussten irgendwie das Leuchten in diese Richtung kriegen. Ich weiß noch nicht ganz wie. Und ich bin mir fast sicher sogar, dass wir es entweder dahin oder dahin kriegen müssen. Nur weiß ich nicht. Brauchen wir dafür dann noch so ein Teil? Oder können wir ganz einfach, das interessiert mich nicht, danke Handy, das benutzen. Das testen wir jetzt mal. Nein, wenn wir die richtige Taste drücken. Was ist denn jetzt passiert? Ja, meine kleine Schwester interessiert sich sonst gar nicht fürs Gaming. Falls der Stream mal ruckeln sollte oder abbrechen, bitte sofort Bescheid sagen, weil das OBS sagt mir gerade ständig, hey, jetzt bin ich rot, hey, jetzt bin ich grün, hey, jetzt bin ich wieder gelb. Bitte sofort Bescheid sagen. Also meine kleine Schwester interessiert sich eigentlich herzlich wenig für Gaming. Aber das Spiel hat es ihr irgendwie angetan. Sie hat mir mittendrin zugeguckt. Sie kennt nicht mal den Anfang. Aber ich habe es lieben gelernt. Ich mochte es ja schon vorher wegen dem Theme. Wegen der... wie das alles aufgebaut ist, so in den 50er Jahren und so. Das ist einfach so cool. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Was ist, wenn wir das da vorne rüberholen und dahin packen? Was passiert dann? Nix. Okay. Ja, ja, beim ersten Teil. Ich kenne auch nur den ersten Teil, bitte nicht spoilern. Ich kenne bisher... Ja, schmeißen wir mal die Stühle um. Nur den ersten Teil. Bestimmt, das ist mega einfach und ich weiß es noch nicht. Was ist denn mit den Vierecksteilen? Hier war so ein Vierecksteil, aber kommen wir da nochmal durch? Nö. Ich bin nämlich gerade am Überlegen, ob irgendetwas noch so Licht reflektiert. Oder habe ich irgendetwas in der Tasche, was es kann? Das vielleicht. Das war's. Ja, das war's. Sonst noch irgendwas? Der Ring? Nö. Ich kenne das wirklich nicht. Ich weiß nur, ich habe nur nachgeguckt, wo ich ungefähr im Spiel bin. Ungefähr bei der Hälfte.
Mehr weiß ich nicht. So, die konnten wir eh nicht lesen. Oder ich weiß zumindest nicht wie. Huch, ich wollte unter den Tisch gucken. Ich dachte jetzt gerade, wo ich hochgekommen bin, Cthulhu, aber nicht ganz. Kannst du mal aufhören zu jucken? Wir kriegen das raus. Irgendwie kriegen wir das raus. Aber ich bin gerade etwas verloren. Was ist das für ein Schimmer um die Rüstung eigentlich? Das ist überhaupt nicht schlimm. Horror ist halt nicht jedermanns Sache. Ich liebe Horror, außer da ist Gore mit drin, denn ich ertrage es nicht, jemanden sterben zu sehen oder unschöne Dinge, wie unschöne Dinge mit denen angestellt werden. Ist völlig in Ordnung. Was ist das für ein Leuchtepunkt da? Hm. Dich können wir nicht mitnehmen wahrscheinlich. Ich weiß nicht weiter. Was passiert denn? Können wir denn... damit dahin leuchten? Scheinbar nicht. Du siehst mir gerne zu, wie ich Schiss habe. Und verzweifle, weil ich nicht weiter weiß. Warum müssen Rätsel eigentlich in Horrorspielen immer so schwer sein? Zusätzlich zu dem Horror. So, man ist total noch im Flucht... was ist das? Fluchtmodus und dann muss man ein dämliches Rätsel lösen, was man einfach nicht hinkriegt, weil man halt noch im Fluchtmodus ist. Verstehst du, wie ich meine? Guten Tag. Können Sie mir helfen? Das wäre jetzt gruselig, hätte sie mich angesehen. Es muss doch irgendwann mal irgendwas passieren. Und schön, dass du dich immer aufstellst. Finde ich übrigens nice. Very nice. Nein, nicht der nächste Ohrwurm. Nein, nein. Das war jetzt meine eigene Schuld. Scheiße. Okay, wenn das leuchtet, leuchtet das. Dann leuchtet auch das. Weil eben leuchtete es nicht, meine ich zumindest. Cam stört mich. Du sollst den machen, nur nicht so tief. So ist in Ordnung. Ich mag's nicht, wenn mein Hals abgeschnitten ist. Ich bin ja kein Halsabschneider. Ha, ha, ha. So, können wir das denn drehen? Man konnte doch irgendwie drehen. Nee, so zoomt man. Huch! Ups. Ich hab's nur aus Versehen weggeschmissen. Ja, genau. Eben mal schnell ein Sudoku, während der Mörder mit dem Besteck hinter dir steht. So, wer? Da kommt jetzt einer. Nein, da kommt keiner. Kuckuck. Kuckuck. Keiner da. Okay. Bonjour. Ich bin die Neue hier. Ich bin immer noch am Putzen. Seit Dark Descent, also seit, ich glaube, 3 Jahren. Bin ich am Putzen. Din, 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 din. Was? Kann ich nichts mitmachen? Da ist wieder so ein Leuchten. Und da ist wieder so eine Scheißfuck. Oh, guck mal, Hyperwürfel. Huch. Ah! Dazu muss man wissen, ich stehe auf so 4 Dimensions... vierte Dimensions, so ein vierte Dimensions Mist und so weiter. Also stehe ich auch auf Hyperwürfel. Vor allem auf Hyperwürfel, weil die cool aussehen, finde ich. Ich weiß zwar nicht wieso, aber